Hallo Leute, herzlich willkommen beim ersten News-Video vom GroupCraft-Server. Ja, der GroupCraft-Server ist momentan richtig gut besetzt. Es kommen schon fast 10 Leute auf den Server. Okay, fast ist ein bisschen. Nein, gestern hat es das erste Mal 10 Leute geknackt, weil wir auch die Slots ein bisschen höher gemacht haben. Okay, wir haben es auf unendlich gemacht. Auf 900 wird angezeigt und ihr könnt natürlich alle drauf, bis es explodiert. Nein, ja, heute, ja, okay, vielleicht morgen oder übermorgen geht die Air-Fire-Raid an den Start. Wir müssen noch ein paar Plugins machen, wo wir ein paar Regeln noch einfügen können. Zum Beispiel, dass die Schwerter nicht kaputt gehen, weil wenn man die ganze Zeit mit einem Eisenschwert auf Lederrüstung kloppt, ist entweder die Lederrüstung oder das Eisenschwert kaputt. Und das wollen wir ja nicht. Deshalb müssen wir da noch etwas schauen und dann kann es eigentlich losgehen. Wir haben hier zwei Zonen gemacht. Eine Zone ist schon recht weit. Die Mauer muss hier hinten noch weitergehen. Hier im Wasser müssen wir noch schauen, was wir machen. Einfach eine roten Wolffaden, so ein Ding, Schnur. Keine Ahnung. Sonst kommen hier noch Häuser, aber die können dann auch während der Schlacht noch gebaut werden. Und ja, das Ziel ist eigentlich, das Rote Reich greift das Blaue Reich an und das Blaue greift das Rote Reich an. Und hier im Vulkan ist die Schutzzone. Hier innen bitte keinen Krieg machen, niemand angreifen, damit sie sich auch ein bisschen erholen können oder AFK sein können. Und sobald einer hier eigentlich rauskommt, kann er angegriffen werden. Und ihr verliert jetzt nichts, wenn ihr sterbt. Das Wichtigste ist einfach, dass ihr mit eurem Team dann hier durchgeht. Und zum Beispiel hier rechts, da entlang. Jetzt ist da hier zum Beispiel eine Treppe nach oben dann. Da muss noch gemacht werden natürlich. Geht die hier hoch und dann kommt die irgendwie hier raus. Zum Beispiel hier. Kann ich gleich gerade nicht rein. Ich nehme mal kurz den Kompass. So, was kann ich nicht durch? Ich bin schon drin. Gut, geht die hier rein. Und wenn hier drei Leute sind vom Roten Reich, wird der wird das Glasstück hier oben ersetzt durch einen roten und das Gebiet gehört euch und muss dann vom Blauen Reich wieder eingenommen werden. So, und wir suchen dafür Architekten. Architekten kann einer werden, der gut baut in der Bauwelt, schöne öffentliche Gebäude, ein eigenes Haus zählt nicht. Wir haben jetzt schon hier 3, 4 und auf der anderen Seite einen. Und suchen vor allem für das Blaue Reich noch ungefähr 2 Leute, die Lust haben. Und ja, das war's von der Airfire-Welt. Gehen wir mal zur Space-Welt. Ich weiß nicht, wie man es schreibt. Ja, okay, dann zeige ich es von hier aus, weil wir haben da noch kein Portal oder so, da müssen wir zuerst ein Plugin machen. Hier bei der Rakete könnt ihr dann rein und in die Space-Welt fahren und in der Space-Welt könnt ihr im Weltraum noch Planeten besiedeln oder Raumschiffe bauen und ja. Die wird auch bald aufgehen, wenn wir das Portal-Plugin haben, weil Multiverse Portals nicht so ganz fehlerfrei funktioniert. Das stürzt mit WorldGuard immer ab. Und deshalb, ja, geht's gerade nicht. So. Außerdem haben wir noch in der Portalwelt dann hier die Spiele. Die Spiele fügen wir noch ein. Es gibt leider noch wenig Spiele auf 1.8. Die meisten sind
von Bucket 1.7.10 und nicht von anderen. Und ja, müssen eingefügt werden. Also hier hätten wir die FireRate. Dann kommt die Survival PvP, das ist ganz normal Sandbox PvP. Da werdet ihr angegriffen, müsst eine Basis machen, eine Geheimbasis am besten. Und ja, da müsst ihr ja eure Items retten und anderen die Items klauen und so weiter. So. Hier drüben die Artwelt ist im vollen Gange. Hier habt ihr den Kreativmod, also automatisch Kreativmod, ich muss ihn nicht einfügen. Hier haben wir zum Beispiel irgendwo Skins gebaut. Hier dürft ihr sogar vorbauen, also wenn ihr Gebäude bauen wollt und ihr nicht genau wisst, wie am besten ihr sie baut, könnt ihr hier sie vorbauen. Dafür bitte aber anmelden, weil wir wollen nicht, dass alle Leute hier einfach bauen und auch schlecht bauen und solche Sachen. Also gebt euch Mühe ein bisschen. So gezwungenermaßen müsst ihr es auch nicht schön bauen, aber ja, es ist ja eine Art Welt und keine ich baue einen Klotz hin Welt. So, hier haben wir die Skins, zum Beispiel von Floster. Da kann ich, muss ich schauen kurz. Der Liox, okay. Der Crazy Duck. Die Zomi Play. Der Heinrich 2004. Hier ist der Novolem, der Anwalt. Hier baut noch einer. Keine Ahnung, wer es ist. Und hier bin ich. Da muss ich noch ein Schild hinschreiben. Kann ich gleich mal machen. Wir haben die anderen gemacht. Mache ich es auch so. So. Gut, ja okay, ich habe mich zusammengeschrieben, dann mache ich es auch hier zusammen. Außerdem bitte in der Bauwelt nicht farmen, weil wir es nicht gerne haben, wenn hier dann alle Erze weg sind und alles mögliche. Wir wollen es so authentisch wie möglich machen. Es ist jetzt nicht schlimm, weil es ein paar gemacht haben. Es ist nicht schlimm, wir können das sofort wieder zurückmachen und so. Außerdem ja, haben wir ja eine Farmwelt und eine nette Farmwelt und eine Endfarmwelt. Also müsst ihr hier gar nicht farmen. Und ja, dreimal das machen führt dann zum Ausschluss für einen Tag. Wiederholungstage dann länger. Also bitte nicht machen. Wir sehen alles, wer es war. Und ja, eben. Es ist leicht in die Farmwelt kurz zu gehen. Ihr könnt einen Homepunkt dort machen. Insgesamt 3. Und es wurde ein bisschen mit Kritik beäugelt, dass wir den Back-Befehl / Back weggenommen haben. Aber das ist jetzt nichts etwas, was wir euch machen, dass ihr nicht mehr sterben dürft oder so. Es ist nun einmal so, dass Minecraft so ist, dass ihr nach einem Tod die Items fallen lässt und ihr es wieder erholen gehen müsst. Also passt ein bisschen auf und ja, und schaut eben, dass ihr die Items wieder bekommt. Und das eben ist ja das Grundprinzip. Und wir haben es jetzt einfach rausgenommen, weil es die ganze Zeit so ist. Weil die ganze Zeit immer wieder nur / Back gedrückt wird und es nervt uns halt ein bisschen. Aber ja, ich hoffe, es geht so, und wenn es wirklich unfair ist, können wir es auch wieder anmachen, irgendwie zeitlich begrenzt oder so. Aber vor allem eben, ja, es ist halt, wir wollen es nicht zu leicht euch machen. Versteht ihr? So, also das war's. Die erste Folge von Dragos, also vom Server News, und hier kommt das Gefängnis dann noch und andere Sachen werden hier noch gebaut. Jo. Also, Dankeschön fürs Schauen und wir sehen uns dann in der zweiten Server News wieder, sobald das Portal
Plugin da ist. Und ich habe noch andere Videos, also wenn es euch interessiert, könnt ihr ein bisschen vorbeischauen. Und ja, tschüss Leute!